Wir hoffen, dass bei der Diskussion, die jetzt in wenigen Minuten anfängt, die Agrarminister der Länder nicht nur auf die Belange ihrer Landwirtinnen und Landwirte in ihren Ländern schauen, sondern auch die europäische Dimension dieser europäischen Agrarreform im Blick behalten. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, es geht hier in Deutschland um die Existenz von etwa 300.000 Höfen, so viele gibt es in Deutschland noch. Landwirte sind in Deutschland eine bedrohte Art. Nur noch 100.000 dieser 300.000 Höfe in Deutschland werden im sogenannten Vollerwerb betrieben, 200.000 im Nebenerwerb, das heißt, die Familien müssen einen größeren Teil ihres Einkommens außerhalb der Höfe verdienen. In Rumänien, wo das Pferdefleisch herkam, von dem jetzt überall die Rede ist, sind es 4 Millionen Bauernhöfe, deren Existenz durch diese europäische Agrarreform auf dem Spiel steht. In Italien sind es 1,5 Millionen Bauernhöfe, deren Existenz auf dem Spiel steht. In Spanien sind es über 700.000 Bauernhöfe, deren Existenz auf dem Spiel steht. In Griechenland, wo im Moment eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60% herrscht und wo viele aus den Städten wieder aufs Land hinausgehen, um überhaupt noch überleben zu können, stehen Millionen von bäuerlichen Existenzen auf dem Spiel. Wenn wir daran glauben, dass das Konzept von Europa, von einem demokratischen Europa, von einem solidarischen Europa auch in Zukunft unsere Vision sein sollte, wenn wir uns nicht durch Finanzverwerfungen in Nord und Süd auseinanderdividieren lassen wollen, dann müssen gerade wir hier in Deutschland auch sagen, es geht in erster Linie um die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern im Süden und im Osten. Es geht darum, dass in Rumänien, in Bulgarien, in Polen nicht das Gleiche passiert, was unter sehr viel günstigeren ökonomischen Bedingungen hier in Deutschland, in Frankreich, in Holland in den vergangenen 50 Jahren mit Hilfe der EU-Agrarpolitik inszeniert wurde, nämlich ein gewaltiges Bauernsterben und eine gewaltige Konzentration auf wenige Höfe. Und ich glaube, dass das von uns allen noch deutlicher betont werden sollte in der Diskussion. Wir sind für eine europäische Solidarität in dieser Frage und wir wollen die europäische Vielfalt, die Vielfalt der Kulturen, des Essens, die Vielfalt der Agrarlandschaften, die Vielfalt der Anbaumethoden in ganz Europa erhalten und nicht über einen europäischen Industrieagrarstandard leisten, scheren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle mal bei uns nachguckt. Wir machen da eine Kampagne. Wir haben auch ein Bild davon, wo wir schon 1500 junge, alte, dicke, dünne Europäerinnen und Europäer dazu gebracht haben, dass sie mit ihrem Schild sagen, so stelle ich mir eine europäische Agrarreform vor. Bei unserer Webseite meine-landwirtschaft.de findet ihr die Bilder und ihr könnt auch von euch selber, falls ihr noch keine gemacht habt, ein Bild machen und euch sozusagen in diese europäische Gemeinschaft mit hineinbringen. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Dimension. Die europäische Agrarpolitik ist etwa so alt wie ich. Also sie hat ihren 50. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert, aber entwickelt wurde sie schon etwas früher, im Jahr 1957. Und es ist interessant, bis heute steht in der Präambel... Entschuldigung. Ja, gerne. Ja, wir haben gerade gehört, die Minister und Ministerinnen gehen da vorne jetzt alle rein zur Tür. Lass uns doch einmal dahin gehen. Dann wollen wir nochmal schauen. Ganz ruhig und gelassen. Und ihnen mit unseren Schildern nochmal entgegengehen.